Und damit herzlich willkommen zum zweiten Saisonlauf hier aus Bahrain vom Sakhir International Circuit. Ja, wir sind hier auf einer 5,4 Kilometer langen Strecke in der Wüste in Bahrain. Ihr seht es, 24,7 Grad. Das Wetter ist klar. Es ist ein Flutlichtrennen und das erste Flutlichtrennen der Saison. Kurzer Blick auf die Strecke, wie gesagt, 5,4 Kilometer lang. Zwei DRS-Zonen. Wir haben ganze 15 Kurven und mit einer der schwersten Turns im gesamten Rennkalender ist der Bergabturn 9 und 10. So, kurzer Blick nochmal ins Qualifying hier auf die schnellste Rennrunde, auf die schnellste Runde, mit der wir uns hier qualifizieren konnten. Wir beginnen hier auf Start und Ziel und ihr seht es oben P11, das heißt, wir sind hier aktuell noch in Q2 gut angebremst auf die erste Kurve. Ja, wir hätten ruhig einen Ticken später bremsen können, da wären wir noch ein bisschen besser rumgekommen mit ein bisschen mehr Schwung. Wir verlieren hier im Vergleich zur ersten Zeit ein bisschen was, liegen gerade aktuell eine Zehntel weiter hinten, aber konnten hier mit gut Schwung durchkommen. Und dann gibt es eine schöne Links-Rechts-Links-Kombination. Auch sehr interessant zu fahren, wenn man die gut bekommt. Und dann geht das jetzt hier in die von mir angesprochene Bergabpassage Turn 9 und 10 mit einer der am schwersten anzubremsenden Kurven im gesamten Rennkalender. Links den Berg runter, leicht noch nach innen hängend und dann in einem fast 90 Grad Winkel nach links weg. Und da kommt es ganz, ganz häufig dazu, dass das Vorderrad links stehen bleibt und man hier ordentlich Gummi auf der Strecke lässt. Habt ihr eben gesehen. So, jetzt nochmal links hoch die Bergaufpassage. Hier eine schnelle Linkskurve, dann mit Vollgas rechts rum. Früh anbremsen. Hier sogar ein bisschen zu früh. Hier hätten wir noch ein bisschen später anbremsen können und dann leicht in die Kurve rollen lassen. Und dann können wir hier auch schon früh wieder aufs Gas gehen. Und dann nehmen wir hier viel Schwung und viel Speed mit. Berg nochmal runter. Beim 100 Meter Schritt nochmal anbremsen. Und dann geht es zurück auf Start und Ziel. Und die Uhr blieb stehen bei einer 1:31.051. Und ja, wir sind in Q3 nicht mehr schneller geworden. Das heißt, wir sind auf Platz 10 geblieben. Konnten uns hier also nicht mehr verbessern. Ja, Vettel auf Pole, dann gefolgt von Hamilton. Hier nochmal der Blick aktuell: Bottas vor Vettel und vor Verstappen. So die aktuelle Wertung, der aktuelle Stand der Fahrer-WM nach einem Rennen. Hat aber noch nichts zu sagen. Ihr wisst es selber, ein Rennen ist nichts. Hier der Blick auf Sebastian Vettel, auf den Pole-Setter in Bahrain. Wie gesagt, gefolgt von Lewis Hamilton. Und jetzt mal der Blick komplett in die Startaufstellung. Also Vettel auf 1, dann Hamilton auf 2. Gefolgt von Bottas und Verstappen. Im Anschluss Ricciardo, Fernando Alonso, Carlos Sainz. Wir mittlerweile auf Platz 8. Dann Kevin Magnussen, Sergio Perez, Brandon Hartley und Charles Leclerc auf 12. Esteban Ocon auf 13. Raikön strafversetzt auf 14. Grosjean, Hülkenberg strafversetzt auf 16. Dann Gasly, Sirotkin, Ericsson und Stroll. Dann als letzter. Ja, und da schauen wir mal, ob Jeff mit seiner Ansicht recht hat. Und damit gucken wir jetzt nochmal kurz vor Rennbeginn in die Rennstrategie. Ja, geplant ist, dass wir hier eine Zweistopp-Strategie fahren, das heißt Supersoft, Soft, Medium. Allerdings sagt das auch unsere personalisierte Strategie. Wir sind damit nur einen Ticken langsamer und müssten wahrscheinlich eine Runde früher reinkommen. Und ja, die schnellere Variante, beziehungsweise die mit niedrigem Reifmanagement, ist die Dreistopp-Strategie. Wir würden hier zweimal Supersoft und zweimal Soft fahren oder halt dreimal Supersoft, wenn es geplant ist, und einmal Soft. Ich würde aber gerne auf die Variante hier oben switchen. Das heißt Supersoft, Soft, Medium und dann auch auf die geplante Variante, also so, dass wir die normale Boxenstopp-Strategie fahren. 29 Runden sollen es werden, 31 Runden Sprit nehmen wir mit, auch wenn wir einen recht guten Spritverbrauch haben, aber man weiß nie, wofür wir ihn noch brauchen werden. Ja, und damit würde ich sagen, starten wir dann auch ins Rennen und legen los.
So, langsam angefahren. Wir liegen jetzt hier auf Position 8 aufgrund der zwei Strafversetzungen vor uns. Haben wir hier zwei Plätze gut gemacht. Das sollte die Chance vielleicht ein bisschen erhöhen, hier mal wenigstens vielleicht den ersten WM-Punkt für McLaren zu holen. Ja, die Schwierigkeit ist geblieben. Wir sind weiterhin bei 87, genauso wie die Renndistanz bei 50%. Das liegt aber nicht daran, dass ich es nicht umstellen wollte, sondern es lag daran, dass ich halt einfach gedacht habe, ich kann es noch vor dem ersten Training umstellen. Also sobald wir schon in unserem in unserer Hospitality sind, in unserem Technikerraum. Aber ich muss das umstellen in dem Moment, wo wir zwischen zwei Rennen switchen. Und das habe ich nicht gemacht. Und damit war das hier alles fix und ich konnte nichts mehr verändern. Ab dem nächsten Let's Play wird es dann auch die 25% Rennen im Let's Play geben. Und wir werden, denke ich mal, hier den Schwierigkeitsgrad um 1% vielleicht erhöhen. Je nachdem, wie das Rennen hier ausgeht. Denn wir sind ja auch hier mit 87, mit dem wir im ersten Rennen ja zumindest im Qualifying recht gut unterwegs gewesen sind. Hier im Qualifying nicht ganz so schnell gewesen. Wir haben hier massiv Speed auf den Geraden verloren. Und es wird sich jetzt halt zeigen, wie sich das im Rennen widerspiegelt. Ob, wie von dem einen oder anderen schon gesagt, die KI im Rennen ja wohl nicht ganz so stark sein soll. Ob das sich bewahrheitet jetzt hier oder ob wir tatsächlich im normalen Mittelfeld, also ich sag mal so um die Plätze 8 bis 12 hier um unsere Punkte kämpfen. Oder ob wir ein bisschen mehr reißen können. Worauf wir noch zu achten haben, ist ein bisschen die Reifentemperatur. Ihr seht das hier unten, die Bremstemperatur liegt aktuell bei um die 400 Grad, fällt gerade danach die Außentemperatur und die Innentemperatur vom Reifen. Wobei hier die Innentemperatur bis jetzt für mich entscheidend war, denn mir ist aufgefallen, ab 103 Grad fängt der Hinterreifen an zu schmieren und ab 105 Grad wird das Auto extrem instabil, also sehr, sehr schwer zu handeln. Das sind halt so zwei, ja, ich sag mal zwei Temperaturen, die wir auf jeden Fall im Auge behalten müssen. Und möglichst versuchen sollten, von der 103 Grad Grenze wegzubleiben, um den Reifen hier hinten so lange wie möglich am Leben zu erhalten. So, jetzt heißt es Daumen drücken. Ampeln sind an, großer Preis von Bahrain, 29 Runden. Und wir kommen gut weg, wir kommen gut weg. Die ersten Meter, aber Magnussen noch besser. Kevin Magnussen noch besser. Und da kommt noch ein Force India. Wenn das mal hier nicht kracht. Eieieiei. Der Toro Rosso versucht es auch noch von innen. Wir haben jetzt hier Plätze verloren. Zwei Stück an der Zahl. Wir versuchen uns jetzt hier hinten mal zurückzuholen. Leichte Berührung, nein, nicht, keine Berührung. Und wir schieben uns um vier Plätze vor, da gibt es Gelb. Es wird Gelb geschwenkt, da waren Renault auf der Außenbahn. Ich habe gesehen, dass ein Renault ins Aus ist und ihr seht es auf der Karte, er steht auch noch da oben, jetzt fährt er wieder. Ich weiß nicht, ob das Hülkenberg war oder ob das Sainz war, der da eben rausgedrängt wurde. Für uns egal, wir sind auf Rang 6 vorgekommen. Haben uns am Start ein bisschen zurückgehalten. War, glaube ich, ganz gut so. Kein zu großer Unfall riskieren, um hier irgendwie Teile zu verlieren. Das ist hier auf der Strecke ganz, ganz schlimm. Gerade weil wir hier so viele schnelle Kurven haben und da brauchen wir einen funktionierenden Frontflügel. So, Verstappen vor uns, Perez hinter uns. Und vor Verstappen sogar Fernando Alonso. Also Verstappen hier jetzt, ich sag's mal, im McLaren Sandwich, wobei die zweite Scheibe unsere Wenigkeit dann doch ein bisschen weiter zurückhängt. Und jetzt versucht's Perez. Können wir uns den Platz zurückholen? Ja. So, Alonso kämpft gegen Verstappen. Und Verstappen vorbei. Damit wir jetzt hier 5 und 6. Beide McLaren. Jetzt müssen wir gleich mal reingucken, wann wir in die Box müssen. Ich glaube, Runde 6 hatte ich ungefähr angepeilt. Ja, Runde 6 bis 8. Boxenstopp. Und wir müssen ein bisschen die Temperatur im Auge behalten.
Und ich muss echt sagen, diese vier Plätze, die wir gut gemacht haben, die tun uns ja aktuell ganz gut. Das Feld sortiert sich jetzt langsam, aber allmählich. Am Ende der zweiten Runde. Und wir können zumindest hier an Alonso dranbleiben. Jetzt schnell zur Runde von Vettel. 1,33. Da sind wir natürlich noch ganz, ganz weit entfernt. 1,34, 8,38. Aber vielleicht können wir jetzt hier ein bisschen in der Gruppe mitfahren. Flügel ist offen. Ebenfalls bei Alonso, aber Alonso kann da vorne mit Verstappen nicht mithalten. Da ist der Red Bull dann doch zu stark. Na, wir müssen gucken, dass wir jetzt dranbleiben. Hier macht er gerade wieder ein bisschen Meter. Runde 3 von 29. Wir können vielleicht auch mal auf Fett schalten, den Flügel aufmachen. Wir müssen hier ein bisschen den Windschatten mitnehmen. So, irgendwo ist gelb. Und es sind auch nur noch 19. Hab aber noch nicht gesehen, ob wer ausgefallen ist. Hülkenberg ist raus. Nico Hülkenberg ist raus. Eieiei, leichte Berührung, aber der Flügel geht leicht kaputt. Vielleicht war es ein bisschen zu brutal eben. Ah, nicht gut. Das heißt, wir müssen den Flügel wechseln. Gehe ich ganz stark davon aus, das werden wir bestimmt gleich hier oben merken. Unglückliches Manöver gegen Alonso. Hätte ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Also schon, dass er reinzieht. Aber nicht, dass wir uns da gleich so den Flügel kaputt fahren. Weg vom Curb. Weg vom Curb. Ihr habt es eben gesehen. Ich musste vom Gas gehen, weil unser Auto da doch ordentlich Bodenhaftung verliert. Und jetzt macht sich der Flügel hier bemerkbar. Alonso greift an. Wir müssen trotzdem gucken, dass wir hier ein bisschen mitkommen und uns irgendwie im Windschatten halten. Ricciardo kommt auch gleich mit. Auch hier auf dem härteren Reifen unterwegs. Berührung zwischen Alonso und Ricciardo. Ihr seht es hier, Wahnsinn, Ricciardo, wie viel Grip er hat. Geht hier einfach mal kurz außen an Alonso vorbei. So, Flügelschaden reparieren. Ja, das ist schon mal ganz gut. So, ich denke mal, nächste Runde geht es dann in die Box. Bis dahin kriegen wir das noch irgendwie hin. Obwohl er hier schon merkt, wir müssen hier schon, Auto reagiert nicht mehr ganz so wie gewollt.
So, Alonso geht in die Box. Das heißt für uns, wir bleiben draußen, gehen Ende der Runde rein, Überschuss. Ungern würde ich den Platz jetzt hier noch hergeben. Oh, dafür gehen wir auch hart auf die Eisen, aber Magnussen kämpft sich hier wieder vorbei. Und hier müssen wir zurückstecken. So, ich gehe diese Runde in die Box. Schade, schade, hier gerade jetzt, wenn wir in die Box gehen, das sind verschenkte Punkte. Durch den Flügelschaden, wir werden ja locker 7 bis 8 Sekunden jetzt Standzeit haben. Ja, Reifen sind durch auf der linken Seite. So, Flügel wird gewechselt. drei Sekunden Standzeit. Sainz ist hinter uns. Raikön auch schon an uns vorbei. Alonso natürlich jetzt an uns vorbei. Und ich weiß nicht, wo wir rauskommen. Das wird sich jetzt hier nach dem zweiten Stop zeigen. Also wenn die Jungs jetzt nach uns in die Box gehen, wenn die jetzt reinfahren, dann wird sich zeigen, wo wir rauskommen. Und ich hoffe, dass das noch irgendwo in den Punkten ist. Ist natürlich auch die Frage, ob man gegen seinen Teamkollegen so aggressiv fahren muss. Aber die Chance hat sich halt geboten. Und ich glaube, jeder von euch hätte das an der Stelle probiert. Jetzt müssen wir erstmal hier wieder den Bremspunkt finden. So, der nächste Schwung ist jetzt in der Box. Jetzt wird es interessant, wir sind aktuell 17. von 19. Hülkenberg ist ja schon rausgeflogen. So, Grosjean ist vor uns. So, noch ist hier nicht alles vorbei. Wir sind zwar aktuell 15. aber es gibt ja auch noch Fahrzeuge vor uns, die auf der Softmischung gestartet sind. Das darf man nicht vergessen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wann unser nächster Boxenstopp ist. Wir sind aktuell in Runde 8. Der nächste Boxenstopp ist geplant für die Runde 16 bis 21. Und wir müssen jetzt hier endlich wieder in unseren Flow kommen.
So, und ich sehe, unten geht die nächste in die Box. Dazu gehört Magnussen und Co. Wobei Magnussen jetzt rauskommt. Und Toro Rosso und Williams sind in der Box. So, Runde 9 von 20. Da ist noch ein bisschen was zu holen. Aber aktuell sind wir irgendwie raus. Wir sind raus aus unserer Konstanz. Irgendwie sind wir gerade nicht drin, ich weiß nicht warum. Jetzt sind wir endlich mal wieder gut um die Turns 9 und 10 gekommen. Okay, irgendwas muss passiert sein. Hier ist wieder gelb. Oh, nein, Alonso. Damit sind wir 11 da. Alonso ist aus dem Rennen, das gibt's ja nicht. Und Alonso steht immer noch da, wenn ich das richtig sehe. Aber wir haben eine knappe halbe Sekunde fast auf Grosjean aufgeholt, sehe ich auch noch. 4,1 nur noch der Rückstand, eben waren es 4,5.
Na, vielleicht geht hier halt doch noch was auf Grosjean. Gucken, was wir am Ende dann dieser Runde für eine Zeit dort oben zu stehen haben. Vor Grosjean, glaube ich, zwar nicht unmittelbar, aber auch in Schlagdistanz Kevin Magnussen. Also beide Haas hier hintereinander. So, 4,4. Also wir haben wieder Zeit liegen lassen. Sogar noch mal was liegen lassen. Also diese Runde nicht ganz so gut gewesen. Aber wir sehen halt auch da vorne so eine kleine Kampfgruppe. Also vielleicht lassen die Haas da hinten noch was liegen. So, und wir müssen in drei Runden an die Box den nächsten Reifensatz abholen. Plätschert jetzt leider gerade so ein bisschen vor sich hin das Rennen. Könnten viel, viel weiter vorne sein. Das heißt viel, viel weiter, aber zumindest in den Punkten. So, Perez jetzt schon auf den Mediums. Also ein ganzes Stück vor uns. Und ich weiß nicht, ob die da vorne überrunden. Oder ob der sauber von Leclerc da ein aktuelles Rennen fährt. Werden wir gleich sehen, was mit Grosjean passiert, der jetzt ja unmittelbar hinter dem sauber ist. Nein. Überholt Leclerc dementsprechend. So. Zwei Runden noch. Und im Hintergrund fliegt das Flugzeug vorbei. Im Hintergrund der Rennstrecke.
So, aktuell Position 9. Also wir hätten jetzt 2 Punkte. Aktuell sehen die Reifen noch recht gut aus. Wir liegen hier auf der 45er Grenze. Wäre vielleicht sogar eine Überlegung wert, die Strategie umzuschmeißen und zu sagen, wir fahren super soft, soft, soft. Wir sind in Runde 6 rein. Wir sind dann jetzt in 10 Runden draußen. ...4,7 Sekunden, wir haben wieder aufgeholt. Also ich sag mal, wenn wir vielleicht eine 1-2 Runden durchhalten, könnten wir nochmal auf einen Supersoft-Satz wechseln. Also Grosjean bleibt auf jeden Fall draußen, Magnussen bleibt draußen. Hamilton holt sich jetzt die Mediums ab. Ja, ich glaube, wir verlieren nach hinten zu viel Zeit, wenn wir jetzt nicht reingehen. Wir werden jetzt die Runde in die Box gehen und werden uns... Oder wir warten noch eine. Wenn wir noch eine warten, Ende Runde 18, können wir doch die Supersoft, die Softs nehmen. So, und jetzt müssen wir den Flügel haben, weil wir hinter Hamilton waren. Vielleicht können wir damit ein bisschen mehr machen. So, und jetzt eine Runde auf Fett. Raikön drinne, Magnussen drinne. Das wäre fast schief gegangen. Hamilton hier mit dem Verbremser und wir krachen fast hinten drauf.
weiche Reifen. Ah, vielleicht haben wir damit jetzt einen kleinen Joker gezogen. Dass wir vom Fazit doch recht umgänglich waren, umgänglicher als gedacht. Einfahrt ist lang. So, Grosjean hat dasselbe gemacht. 2,4 Sekunden. Aktuell sind wir 12. Aber wir müssen jetzt den besseren und dadurch auch den schnelleren Reifen haben. Also noch ist hier hoffentlich nichts verloren. So, 12. Gasly und Ocon, die beiden, die vor uns fliegen. Und davon geht einer jetzt in die Box. Jetzt müssen wir ein bisschen die Reifen im Auge behalten. So, können wir hier vielleicht noch ein Pünktchen für McLaren holen und vor allen Dingen auch unseren ersten WM-Punkt. So, die beiden da vorne liefern sich auf jeden Fall ein heißes Duell, das ist gut für uns. Aber wir müssen auch ein bisschen den Reifen im Auge behalten. Es kann sein, dass uns der Reifen nach hinten ausgeht, weil ich gerade gesehen habe, dass wir einen benutzten Reifen haben.
und wir kommen ran. Wir kommen ran. Und da dreht sich fast einer. Da fahren sich die Jungs gegenseitig in die Karre. Ich glaub's ja nicht. Also wir wählen jetzt einfach mal den Supersofts aus, nur für den Fall der Fälle. Und hier fliegen richtig die Fetzen. Und damit sind wir Zehnter. Und jetzt heißt es wirklich Reifen sparen. Sparen, sparen, sparen. Wir müssen zusehen, dass wir die Reifen irgendwie am Leben halten. Ja, vielleicht wäre der Medium doch besser gewesen. Verdammte Axt. Boxenstopp ist jetzt nicht mehr drin. Wenn wir jetzt einen Boxenstopp machen, ist alles für die Cut nicht mal mehr. Der 12. würde dann reichen. Den 12. würden wir nicht mal mehr kriegen. Ich glaube, wir müssen Grosjean abreißen lassen. Also Haas aktuell hier noch eine Nummer zu stark für uns. Zumindest in der Konstellation jetzt hier mit dem Reifen. Wir können hier halt einfach nicht mehr Vollgas gehen. Wir müssen hier versuchen, tatsächlich den Reifen irgendwie... ja, leben zu lassen. Und trotzdem noch schnell genug zu sein, dass wir nicht unbedingt
Ocon die beste Angriffsmöglichkeit bieten. Ich glaube, wir haben aktuell ganz gute Karten gegenüber Ocon. Ich versuche mit weniger Vollgas hier durch die Kurve zu kommen. Es wird eine unheimlich enge Kiste, glaube ich, da hinten raus, was den Reifen angeht. So, drei Runden und der Rest von dieser, also dreieinhalb quasi noch. Also wir müssten wahrscheinlich bei der Hinterachse irgendwas um die 68 bis 70% rauskommen hinten links. Und ich habe es ehrlich gesagt noch nicht getestet, wie viel Prozent hier welcher Reifen platzt. So, und Grosjean holt sich noch Magnussen. Oder auch nicht. Vielleicht schießen die beiden sich auch doch noch ab. Ich hoffe ja immer drauf. Ich glaube, vor Ocon brauchen wir uns nicht mehr verstecken. Weit noch weg, selbst mit möglichst reifenschonender Fahrweise können wir den so ein bisschen auf Distanz halten und den Vorsprung sogar vergrößern. Ich glaube, es liegt natürlich auch am Reifen.
Grosjean und Magnussen knallen sich da vorne immer noch gegenseitig in die Karre. Und wir gehen in die vorletzte Runde. Puh, der Reifen hinten links muss halten. Aber ich denke, das sieht ganz gut aus. So, Grosjean jetzt vorbei an Magnussen und hat jetzt, glaube ich, auch Vorsprung. So, Magnussen kann natürlich jetzt den Flügel aufmachen, hat jetzt zwei DRS-Zonen. So, Reifen sind schon orange. Drück die Daumen, dieser Reifen muss noch eine Runde halten. So, Magnussen setzt an gegen Grosjean, ihr seht es unten auf der Karte. Und hat sich zurechtgelegt und hat ihn wieder überholt, also die beiden Haas hier oben im Positionskampf. Im stetigen Wechsel, aber wir können davon nicht mehr profitieren. Schade eigentlich. Und Vettel gewinnt das Ding 1:33.000. Nochmal die schnellste Runde zum Schluss. Oh, und Ricciardo setzt nochmal einen drauf. 1:32.735. Also schnellste Runde zum Schluss von Dani Ricciardo. Ja, und ihr seht es hinten unsere Laufflächen. Also wir sind durch den Positionskampf tatsächlich nochmal einen Ticken rangekommen, aber es hat nicht gereicht. Trotzdem holen wir den ersten Punkt für McLaren. Wow! Ja, der Blick auf den Sieger muss natürlich auch erlaubt sein. Ferrari hier mit 25 Punkten. Vettel gewinnt das Ding. Maurizio Arruabene sehen wir hier noch im Bild. Und hier der strahlende Sieger Sebastian Vettel gewinnt das Ding vor Valtteri Bottas und Lewis Hamilton. Bottas übernimmt damit oder behält damit weiter die Führung in der WM. Vettel setzt sich als Zweiter fest. Ja, Magnussen, ihr seht es hier auf Platz 8, wurde nicht mehr von Romain Grosjean eingeholt zum Schluss. Hat zwar ein, zweimal versucht, aber im Endeffekt blieb er auf Rang 9. So, hier die drei Podiumskandidaten. Vettel flankiert von Valtteri Bottas und Lewis Hamilton. Für uns trotzdem Platz 10 ein super Ergebnis. Ich denke, wir können sehr, sehr zufrieden damit sein nach dem Flügelschaden, den wir uns im Duell mit Fernando Alonso zugezogen haben. Denke ich, ist ein Punkt hier auf jeden Fall noch sehr, sehr gut erkämpft. Und damit jetzt nochmal der Blick auf die Punktevergabe mit zwei Stops. Gestartet von Platz 8 sind wir 10. geworden. Wir haben einen Punkt geholt und seinen ersten Punkt für McLaren. Wir sind damit aktuell auf Position 13 der Fahrer-WM und wir konnten einen Punkt beisteuern für unser Team. Haben jetzt 11 Punkte mit McLaren und liegen damit auf Position 5 mit einem Punkt hinter Force India und drei Punkten vor Renault und
Haas. Damit der letzte Blick dann nochmal auf unsere Rivalität mit Alonso. Wir konnten in 4 von 5 Punkten uns absetzen. Lediglich die Podiumsplatzierung konnten wir hier nicht für uns gewinnen. Wir haben uns die 400 extra Punkte geholt. Wir sollten ja ein sauberes Rennen abschließen, das haben wir gemacht. Unser Ruf bei McLaren steigt, eigentlich so wie überall anders auch. Lediglich bei Force India hat der Ruf ein ganz, ganz kleines bisschen gelitten. Auch hier, unser Ruf geht immer weiter Richtung Anfänger und wir bleiben doch im Bereich der Neutralität zwischen Fairness und Selbstdarstellung. Ja, ansonsten, unser Vertragswert hat sich nochmal ein bisschen verbessert. Dann hier nochmal der Blick kurz in die Forschung. Ihr seht, was alles drin ist. Motorleistung, Frontantrieb und Gewichtsreduktion. Das sind die drei Sachen, die für China geplant sind. Ich bin gespannt, ob sie kommen. Ja, und ansonsten war es das hier aus Bahrain. Ich bedanke mich jetzt bei euch und wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Rennen in China wieder und dann bis bald.